Die Bilder von brennenden Autos, schwarzen Rauchwolken und nicht enden wollenden Straßenschlachten gehen um die Welt. Hamburg gleicht einem Kriegsschauplatz und versinkt im Chaos. 8000 Polizisten sind vor Ort. Jetzt bekommt die Stadt sogar Verstärkung aus den umliegenden Bundesländern, weil sie es nicht mehr allein stemmen können. Ja, es ist die derzeit absurdeste Trennung in Hollywood. Rob Kardashian und Blac Chyna streiten sich öffentlich und zwar richtig krass. Was da los ist und was der Kardashian-Clan dazu sagt, hier ist die ganze Geschichte. Und jetzt gibt's die wichtigsten Themen des Tages aus Deutschland und der Welt zusammengefasst für Sie im TAF-Tag. Sagen Sie mir, wie Sie heißen und ich sage Ihnen, wie viel Sie verdienen. Glauben Sie nicht? Oh doch, das geht. Laut einer neuen Studie sind nämlich nicht Talent und Fleiß entscheidend, was das Gehalt betrifft, sondern Ihr Name. Und jetzt raten Sie mal, wie die Topverdiener des Landes so heißen. Klaus, Jennifer, Pascal. Ja, kritische Blicke und böse Witze. Tag ein, Tag aus mit einem verfuschten Tattoo rumzulaufen, ist eine echte Qual. Aber das olle Tattoo mit einem Cover-up zu überdecken, ist manchmal eine noch viel größere. Das erfährt heute unserer Tattoo-Coach Ronja Block beim Versuch, zwei Pfusch-Opfern zu helfen. Sie ist im 7. Monat schwanger und wird jeden Tag mit fiesen Kommentaren überhäuft. Warum? Melanie Müller arbeitet wie eine Besessene, gönnt sich kaum Ruhe, heißt es. Wir haben die Mallorca-Sängerin einen Tag lang zwischen Imbissbude, Autogrammstunde und Bühne begleitet und uns die Frage gestellt, kann die eigentlich schwanger? Oh Gott, ich bin total overdressed. Das haben Sie sich doch bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gedacht, oder? Alles halb so schlimm, denn Promis wie Rita Ora oder Bella Hadid treiben das Ganze echt auf die Spitze. Und zwar in Situationen, in denen wir uns echt nur denken, was zur Hölle habt ihr denn da an? Mariah ist einfach die Beste. So, so geht's bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. Ja, da sind wir wieder zurück bei TAF live aus München. Hoch die Hände, Wochenende! Und das heißt wieder Zeit für unsere Kultrubrik Thank God It's Friday. Da starten wir immer feierwütige Klicken mit einem Selfie-Stick aus. Und ab geht's. Wer macht das ultimative Partyfoto? Diesmal sind wir in Bochum und in Essen. Und da wissen die Leute ja bekanntlich, wie man so richtig feiert. Ja, mit welcher coolen Reaktion sich jetzt eine Promi-Dame gegen einen Fettshaming-Kommentar im Netz gewehrt hat, das sehen Sie jetzt im TAF-Klatsch. Da sind wir wieder zurück bei TAF. Diese Woche ist ja wieder unsere ProSieben Green 7 Week. Diesmal mit dem Thema Save the Ice, denn die globale Erwärmung betrifft uns alle. Warum wegen der schlimmen Auswirkungen bald sogar Menschen umgesiedelt werden müssen, sehen Sie selbst.